Schön, dass so viele Mitglieder erschienen sind. Ich begrüße aber nicht nur Mitglieder, sondern gern auch einige Gäste. Der Kreisverband Essen der Seniorenunion hat einen neuen Vorsitzenden. Einen aus dem Rotter Adel. Ich bin ja nicht aus Steele, aber man sagt mir, das sei das Beste, was Steele überhaupt bieten kann. Lieber Herr Ottmann, herzlich willkommen. Danke. Es ist schön, dass Sie uns hier auf der Hauptversammlung und anschließend auch beim Grillen begleiten werden. Auch der Ortsverband Steele-Mitte hatte bereits eine Jahreshauptversammlung, nämlich vor anderthalb Wochen. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der neue Vorsitzende ist der bisherige Vorsitzende und jüngstes Mitglied unserer Seniorenunion Steele, lieber Dirk, herzlich willkommen. Auf den Tischen liegen Liederbücher. Singen gehört mit zu den Kernaktivitäten unserer Seniorenunion in Steele. Und damit wir auch heute daran viel Freude haben und immer den richtigen Ton finden, hat sich der Kreiskantor der Evangelischen Kirche in Essen, unser Freund Thomas Rudolph, bereit erklärt, den Gesang zu begleiten. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Einige unserer 73 Mitglieder können aus unterschiedlichsten Gründen heute nicht dabei sein. Thank you.
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, ich freue mich hier heute ein Heimspiel zu haben. Denn meine Wurzeln sind hier in Steele. Sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Meine Eltern sind geboren auf dem Nottebaumskamp bei Krallmann gegenüber. Da ist mein Großvater väterlicherseits und mein Großvater mütterlicherseits im Kirchspiel geboren. Da ist die Familie Lück. Das war mein Großvater. Und insofern. Zusammenarbeit war von Harmonie geprägt, Streit oder Rivalität gab es nicht. Das alles habt ihr, die Mitglieder, durch regen Besuch der Veranstaltungen honoriert und dafür danke ich herzlich. Ich bin sicher, dass auch der neue Vorstand erfolgreich und freundschaftlich zusammenarbeiten und die Steeler Seniorenunion positiv entwickeln wird. Sorry.
Thomas. Von diesen 39 abgegebenen Stimmen waren 38 gültig. Also eine war ungültig. Von den gültigen 38 Stimmen entfielen auf die vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten 38 Stimmen. Christian, du bist stellvertretender Vorsitzender, du übernimmst jetzt. Ja, auch von mir guten Tag. Also, ist man gerade gewählt, sofort ist man in der Stellvertreterposition. Malis, viele Grüße an Franz und so weiter. Wir hoffen, ihn bald wieder in unserem Kreis hier begrüßen zu kommen. Ja, vielleicht erst noch mal ein Wort zu Wolfgang Ottmann. Ich hatte die Freude, Versammlungsleiter zu spielen bei der Kreissenioren-Union beim Wechsel von Ingeborg Schrader auf Wolfgang Ottmann. Und der Wolfgang ist ja ein paar Monate älter als ich, sieht man zwar nicht, aber ich habe dann gesagt, also Herr Ottmann, wusste gar nicht, wen ich da vor mir hatte, vielleicht stellen Sie sich mal vor, vielleicht kennt Sie nicht jeder. Und dann fängt der Wolfgang Ottmann damit an, den Christian Hülsmann kenne ich schon aus den 50er Jahren, bei den CDU nahestehenden Organisationen ist Rotweinpflicht, getreu dem Motto, alles Rote muss weg. Also insofern, Wolf, herzlichen Dank, du warst ein großartiger Kopf unserer Gemeinschaft. Irgendwann vorweg und jetzt wollen wir wohl auch noch was Bleibendes überbringen. Ich nehme jetzt auch mal diese Carstensensche Demokratur und erweitere die Tagesordnung spontan um den Tagesordnungspunkt 3a, Wahl eines Ehrenvorsitzenden. Wolfgang Ottmann, jetzt hör mal nicht so zu, das mag jetzt formal nicht alles in Ordnung sein, aber dann interessiert uns die Entstehung. Wahl des Ehrenvorsitzenden, ihr werdet schon alle ahnen, wenn ich vorschlage, natürlich Wolfgang. Als wir ihm das in der letzten Vorstandssitzung vorgebracht haben, hat er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Norddeutscher, typisch, und erst als wir ihn gefesselt und geknebelt hatten, hat er durch heftiges Kopfnicken seine Zustimmung gegeben. Von daher bitte ich euch um das Handzeichen, wenn ihr für die Wahl von Wolf Carsten zum Ehrenvorsitzenden seid. Gegenstimmen? Enthaltungen? Du bist auch nicht Stimmrecht. Also, einstimmig gewählt und das ist ja der Trick bei der ganzen Sache, mit Sitz und Stimme im Vorstand. Wäre schön, wenn ihr gelegentlich mal vorbeischauen könnt. Damals ja in der Tat überlegt, wir müssen dann was machen. Was machen wir? Wir gehen wandern, wir fahren Fahrrad und wir gucken wir mal, ob wir so eine Senioren-Union hier zustande bekommen in Ede. Wir haben nicht geahnt, was daraus werden wird. Das ist schon das Gute. Aber ich habe mich nicht deshalb unbedingt zu Wort gemeldet, sondern aus einem anderen Grund, die Liederhälfte. Ich bitte euch also, die Liederhälfte mitzunehmen zum Grillen. Wir singen dort weiter. Wenn du nicht mit zum Grillen kommt, ich glaube, es haben aber fast alle angemeldet, die mögen dann mir bitte das Heft wieder zurückgeben. Das war das eine. Und das andere, auf den Tischen stand jeweils eine Flasche Wasser. Und heute zum
Ob zum 16. Mal, weiß ich nicht, aber ja, nah dran. Auf jeden Fall. 15, glaube ich. Ein Jahr haben wir ja Ausfall. Ja, klar. Also vielen Dank an Ulla und Frau Stupe, dass sie uns wieder ihre Podium zur Verfügung stellen. Der Klaus, der darf sich den Blumenstrauß angucken, den ich jetzt der Ulla überreiche. So, dann holen wir noch, der Ehrenvorsitzende hat mich gerade darauf hingewiesen, wir müssen noch eine Abstimmung vornehmen und bevor ihr alle jenseits von 1,2 Promille sind, muss sie also rechtsgültig, wir haben ja Juristen hier sitzen, rechtsgültig abgeschafft werden. Wir brauchen einen Kassenprüfer und dankenswerterweise hat sich Klaus Rittner bereit erklärt, die Kasse zu prüfen. Gibt es Widerstände? Wer? Kassenprüfer sind die einzigen. Er war mal früherer Lehrer, da kann ich doch nicht widersprechen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank und schönen Abend. Haben wir sowieso kein Bargeld. So, auf jeden Fall. Dann hat sie den nächsten. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücke. Doch alles in der Stille und wie es sich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen wie Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen. Und will mich auch nimmer mit Hüllen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken.